Außer Reichweite, willst du mich verarschen? Ich stehe direkt davor. Ich stumm mich kurz wegen dem Gespräch. Wie ich sehe, bist du nun bereit, Balmora hinter dir zu lassen. Gut. Dass Commander Rylon eliminiert ist, gibt meinem Spionagenetzwerk Sicherheit. Doch es gibt noch zu tun. Ich bin bereit für das nächste Blutbad. Ich trauere um jeden, der sich dir in den Weg stellt. Nun, bevor ich dich auf Nomen Kaa und seinen Padawan loslasse, musst du meinen Spion auf Nar Shaddaa eliminieren. Begib dich sofort dorthin. Jo, ich muss was auswählen. Was haben wir hier? Lichtschwert des Züchtigers macht weniger Damage. Und das Lichtschwert des Bollwerks macht auch weniger Damage. Ist mir egal, die werden verkauft. Ich habe jetzt auch nur noch Nar Shaddaa vor mir. Wenn ich die Beschreibung von Nar Shaddaa schon lese, oh, ich hasse. Achso, warte mal, ich habe ja hier noch den Knallkopf, meinen neuen Gefährten. Mein Sith Lord, ich habe mein Quartier bezogen und mich auf dem Schiff eingelebt. Ich stehe zu eurer Verfügung. Seid allzeit bereit. Ich will, dass ihr jederzeit einsatzbereit seid, Captain. Ich werde euch nicht enttäuschen. Ich bin mit der Steuerung dieses Schiffs bestens vertraut. Ich werde es ausgezeichnet navigieren und steuern können. Dann auf, an eure Station. Sofort, mein Sith Lord. Hattest du, Verfahrensregeln, bla bla bla, dunkle Seite, Punkte 15, Einflussgewinn 200, Erfahrungspunkte, bla bla. Hattest du auf Balmoa, wenn du dich noch zurückerinnerst, irgendeine Quest mit diesem Malavin Quinn? So einen richtigen Rang, der vom Rang her ganz oben steht? Ja. Das ist mein Begleiter jetzt. Ich hab jetzt drei Begleiter. Hä, und wie hast du den Begleiter bekommen? Den hab ich einfach so, der hat sich mir einfach so ihr abgeschlossen. Ihr wolltet nicht sprechen? Ja, mein Sith Lord. Ich wollte euch über den aktuellen Zustand eures Schiffes informieren. Es hat sehr gut auf meine Verbesserungen angesprochen. Ich freue mich, berichten zu können, dass wir maximale Leistung erreicht haben. Ja, ich muss mich alleine durchkämpfen. Nee, du hast doch auch einen Begleiter. Ja, einen! Dann musst du mal ein paar Quests machen, dass du weiter kriegst. Ich habe alle Quests gemacht. Das höre ich gern. Manchmal. Macht weiter so. Ich auf dich gewartet. Das werde ich, mein Sith Lord. Ja, das ist halt, weil wir unterschiedliche Klassen haben. Und jetzt zurück an die Verschwenden wir nicht länger unsere Zeit. Wie ihr wünscht. Naja, vielleicht kriegst du demnächst noch einen. Der will schon wieder mit mir quatschen. Nö, das mache ich jetzt nicht. Los, wir Fluttery Dutch nach Nar Shaddaa. Dahin. Boah, 300 kostet mich das. Oh mein Gott. Ja. Sau teuer. Zu teuer. Also, einen Rückflug kann ich mir nicht mehr leisten. Hä? Ich dachte, ich wäre gerade. Ah, da bist du ja. Wie ich sehe, bist du auf Nar Shaddaa gelandet. Dem erbärmlichsten Ort der Galaxis. Ich möchte diesen Ort so schnell wie möglich wieder verlassen. Dann solltest du dich auf deine Aufgabe konzentrieren. Nar Shaddaa ist eine Hochburg der Leichtsinnigkeit und Ablenkung. Glücksspiel, Spice, Schwarzhandel und Bandenkriege. Aber du bist hier, um meinen Spion Agent Delocon auszuschalten. Eigentlich eine einfache Aufgabe. Aber Delocon hat jetzt einen mächtigen Verbündeten. Nennt mir seinen Namen, damit ich ihn auf seinen Grabstein schreiben kann. Agent Delocons neuer Wohltäter ist ein junger Sith-Lord namens Ratari. Er ist ein Emporkömmling, der offen meine Methoden kritisiert. Ratari bevorzugt ein direkteres Vorgehen. Der Rat der Sith hat ihm die Verantwortung der Sith-Belange auf Nar Shaddaa übertragen. Das wird sich alles schon bald ändern. Ich werde den Tag feiern, an dem dieses Ärgernis verschwindet. Agent Delocon kennt viele Details meiner Organisation.
Eine solche Informationsquelle kann ich nicht in Rataris Händen dulden. Brenne Ratari nieder. Zerstöre alles, was er sich erarbeitet hat. Und töte Agent Delocon. Sie werden unglaubliches Leid erfahren. Halidrel Setzen leitet meinen Sklavenhandel auf Nar Shaddaa und leistet schon seit Jahren ausgezeichnete Arbeit für mich. Sie erwartet dich und wird dir über Rataris Vorhaben und Interessen berichten. Das ist alles. Triff dich mit Halidrel. Ja gut. Jetzt suche ich nochmal den anderen Dulli. Dem habe ich auch noch was zu klären. Oh, diese Steuerung. Ewig nicht mehr gespielt. Hier geht's zu dem. Genau. Was will der noch von mir? Darf ich frei sprechen, mein Sith Lord? Da kann ich nichts machen. Ihr dürft immer frei sprechen, Quinn. Das werde ich mir merken. Es gab einen Grund, warum ich immer noch mit meiner neuen Begleitperson quatschen. Vor 10 Jahren diente ich unter Moff Broisk in der Schlacht von Drakenwell. Darf ich denn schon? Moff Broisk hat etwas Entscheidendes übersehen und brachte so die Flotte an den Rand der Vernichtung. Ich missachtete seinen Befehl und konnte das Blatt für uns wenden. Ich nehme an, dem Moff hat das gar nicht gefallen. Da liegt ihr richtig, mein Sith Lord. Broisk strich das Lob für den Sieg ein, was mich nicht weiter störte. Aber dann stellte er mich vor ein Kriegsgericht. Darth Barras schickte mich nach Balmorra. Ansonsten wäre meine Karriere ganz vorbei gewesen. Seitdem hat Moff Broisk jede Beförderung und Versetzung verhindert, für die ich in Betracht kam. Ich habe keine Nachsicht für Narren wie diesen Moff. Es gäbe noch mehr über ihn zu sagen, aber ich habe meine Aussage bereits gemacht. Jetzt diene ich euch, ohne Reue. Ich werde zu meinen Pflichten zurückkehren. Ja, endlich sind die, ist das Gequatsche mit dem zu Ende. Das kann ihm halt richtig auf den Sack gehen. So, da war der Ausgang. Nar Shaddaa. Ich weiß nicht, ob du dir auch hast. Ich habe seit geraumer Zeit so eine Eventaufgabe mit dem Nachtleben von Nar Shaddaa. Weiß ich nicht. Ich habe gerade noch Ladescreen. Die habe ich schon seit dem ersten Mal, als wir bei dieser Station waren. Nö. Gar nichts. Begleiter, Gefährten. Bis ich wieder gebraucht werde. Oh Gott. Hier, die Fett. Gefährt rufen. Hey! Jetzt muss ich erst nochmal herausfinden. Tastenkombination. Ohne dass ich irgendwas in OBS verändere. Gefährtenkontakte. Crewfähigkeiten. Nein, das war's nicht. Gefechtsgeschick. Nein, das war's auch nicht. Aktivitäten. Nein, wo war das denn? Kapitel, Missionslog, Festung. Crewfähigkeiten. Nein. Vermächtnis? Nein. Hey, bin ich jetzt so bekloppt? Boah. Ihr wollt mich doch jetzt verarschen, ne?
entfernten Kontakte Ruhm verstecken, war es nicht. Aktivitäten? War es auch nicht. Sozialfenster? Nein. Das muss doch unter Gefährten sein. Ach nee, wie hieß... Oh Gott. Fähigkeiten? Was hab ich denn da gelernt? Dako? Ach, du bist schon wieder gestummt. Ruhm versteckt, Kapitel. Abmeldung, Kundiges Einschalten. Nein. Codex, Sternkarte. Ruhm versteckt, Missions- und Gefährten und Kontakte, Fest- und Crew-Fähigkeiten. Vermächtnis, Gewässfähigkeiten, Inventar, Charaktermenü. Was hab ich denn? Einfluss ist voll. Lull. Shit, wo hab ich denn dieses nochmal gefunden? Aktivitäten war's nicht. Nee. Da komm, ich brauch dich. Ich glaube, dass Worms Darko sich entstummt hat. Bevor ich hier noch länger rumstehe und nichts mache. Was war das? Gildenfenster, nee. Ich will aber... Das war's nicht. Das war's auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch. Darko, ganz kurze Frage. Ja. Und wir konnten uns doch für so einen komischen Beruf entscheiden. Ja. Wo ich halt das hab mit den. Diesen Kristallen einsammeln oder was das war? Irgendwie sowas. Weißt du noch, wo ich das genau finde? Gott. Nochmal was. Was tust du jetzt? Wir konnten uns doch für so eine gewisse Klasse spezifizieren. Ja. Und ich habe da doch, glaube ich, mit den Ärzte einscannen das genommen. Ja. Weißt du noch ungefähr, wo ich das ganze Zeug dazu finde? Ja. Kannst also, wo du die einzelne... Mineralien findest du überall auf der Welt. Ja, das weiß ich ja nie. Och Gott. Wie erkläre ich das? Also die einzelnen Sachen, wo auch die Unterhändler und so weiter alles, also wo du dich weiterbildest mit der Klasse, das ist alles auf der imperialen Hauptstation. Also auf ja, nee, es geht da, ich habe Archäologie, genau. Ach gut, ich hab's gefunden, weil ich kann meine Gefährten, die nichts zu tun haben, losschicken, um Sachen zu ranzuholen. Gibt mir okay. Nämlich Geld und Einfluss und hast du nicht gesehen. Einfach unfair. Du gehst dahin. Sofort. Und du gehst dahin. Ausgezeichnet. Ich hatte mich gerade schon gefragt, was ich für sie tun könnte. Ah, jetzt hab ich's wieder. Ich hab jetzt die ganze Zeit danach gesucht. Und hast du schon dein Haustier abgeholt? Ich hab bisher noch keine Briefkastenstation gefunden. Was? Gibt's das überall? Ja, trotzdem. Mir fliegt so ein kleines Popelraumschiff hinterher. Das ist voll niedlich. Wölfe von Korriban regieren Nashada. Einmal das.
dem muss ich quatschen. Raumschiff, Aufrüstungslos mache ich, wenn ich den Planeten verlasse. Heldenmission. Stimhändler, ne gut, dann machen wir erstmal hier. Wer ist der Empfänger des Scans? Vergebt mir die etwas ungewöhnliche Vorstellung. Maro Wiesen, Leiterin für Sondereinsätze des Imperialen Diplomatischen Dienstes. Ich brauche Unterstützung bei der Lösung eines Problems für das Imperium. Eine einfache Aufgabe für einen Sith, aber ich möchte, dass die Bewohner dieses Mondes eure Macht erkennen. Was genau verlangt die Mission? Es ist meine Aufgabe, Verbündete auf Nar Shaddaa zu gewinnen. Huttenclans, Unternehmen, Verbrecher. Doch ein Mann widersetzt sich uns hartnäckig. Ukabi ist der hiesige Anführer der Exchange, einer kriminellen Organisation, die in der ganzen Galaxis operiert und auf Hightech-Verbrechen spezialisiert ist. Ukabi und die Exchange weigern sich, uns beizutreten. Wollt ihr, dass ich diesen Ukabi dazu bringe, seine Meinung zu ändern? Darüber sind wir lange hinaus. Die Exchange gibt mehr Geld für Spione, Hacker und Wissenschaftler aus als die meisten Regierungen. Wenn sie jemanden nicht kaufen können, wird er entführt. Wir hätten sie als gute Verbündete gebrauchen können, aber Ukabi setzt meine Boten unter Drogen und foltert sie. Wir müssen ein Exempel an ihm statuieren. Ungehorsam ist nicht duldbar. Er muss ausgeschaltet werden. Ich will, dass seine Armee dezimiert, seine Waffenverstecke geplündert, seine chemischen Raffinerien zerstört werden. Ich will eine so überwältigende Machtdemonstration, dass niemand auf Nar Shaddaa sich je wieder dem Imperium widersetzt. Wenn ihr uns den Gefallen tut. Ihr werdet Zeuge der Macht der Sith und des Untergangs der Exchange werden. Die Exchange hat ihre Operationsbasis im korellianischen Sektor der Stadt. Euer Pfad der Zerstörung beginnt dort. Wenn ihr mit der Zerstörung ihrer Einrichtungen fertig seid, findet ihr mich in meinem Kommandoposten. Ich werde das Chaos von meinen Räumlichkeiten aus beobachten. Mein Sith Lord, ich bin Captain Headley, imperiale Gefängnisaufsicht. Verzeiht, dass ich euch anspreche, aber es gibt hier Schwierigkeiten. Ich habe einen Gefangenentransport überwacht. Da war ein Weequire-Pirat namens Womba. Ein paar Kopfgeldjäger haben ihn gefangen und wollten die Belohnung kassieren. Wombas Kumpels haben davon Wind bekommen. Sie haben unsere Sicherheitsdroiden ausgeschaltet, den ganzen Raumhafen in ein Schlachtfeld verwandelt und sind mit Womba abgehauen. Nee. Heldenmission. Oh, Mission abgeschlossen. Erhalte Belohnung. Nextor-Kristall, 24 dunkle Seite. Punkte und Einfluss. Heldenmission, das waren nicht diese komischen Quests, oder? Die du dauerhaft hier hast. Helden 2 plus? Hier steht nur Heldenmission. Also ich sag, Lila ist Hauptquest? Das weiß ich ja nicht. Ich hab die jetzt abgebrochen, weil ich nicht weiß, wie das mit diesen Nebenmissionen ist. Charakternotar, Fähigkeiten, Quest. Manche Nebenmissionen kannst du wiederholen, manche nicht. Missionslogbuch, hier muss es doch drin stehen. Das sind Klassenquests dann. Heldenmission, ich glaube, da wirst du wieder ganz woanders hingeschickt. Da hab ich jetzt keine Lust drauf. Oder. Ich kann sie ja wieder ablehnen. Mein Sith Lord, ich habe einen Bombas. So weit waren wir schon. Ihr habt also versagt, wie soll ich ihn zurückholen? Was genau ist der Plan? Dank der ausgeschalteten Droiden und seiner Komplizen kann er sich im Terminal frei bewegen, aber wir haben ihn jetzt in der Falle. Unseren Unterhändler haben sie ermordet. Sowas darf nicht noch einmal passieren. Jemand muss da jetzt reingehen und ein Exempel statuieren. Okay. Sie haben alle ihr Leben verwirkt. Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Bombas Bande hat überall im Terminal Kontrollstationen gehackt. Wenn ihr die zurücksetzt, werden die Droiden sich wieder einschalten und ihre Aufgaben erledigen. Jo, ich merke, und dann müssen wir nur noch aufräumen. Eine andere Klasse haben.
Okay, repariere Sicherheitsdruidenkonsole. Ich leite Ritechi erstmal eine Runde rum. Dich höre ich schon wieder kämpfen. Schleben? Nö. Man hört so die ganze Zeit klick, 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 klick. Oh, die Tastatur ja. Halt. Ist aber bei mir nicht viel anders. So, also ich habe hier einen Briefkasten gefunden, Dark. Ich frag mich, was du hast. Ich habe auch einen gefunden. Ich habe ja auch dieses komische Ding jetzt. Nur das ist für nichts gut. Nee, das ist einfach nur. Erinnern an eine Mission abgeschlossen. Das ist einfach nur für Deko halt. Du hast einen kleinen Begleiter. Shit, wo hatte ich das jetzt nochmal gefunden? Hier. Dann machst du einmal das da. Wenn ich lieber dafür einsetzen wollte. Du machst einmal das da. Ich hatte mich gerade schon gefragt, was ich für sie tun könnte. Und genau das wollte ich haben. Nashada, tot den Jedi, bla bla. Ein Pfund Fleisch, Hunger, bla. Ja, komm, alles annehmen. So. Was kann man hier kaufen? Imperialer Sanitätsdruide. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Nö, ich will mein Lichtschwert verkaufen, bitteschön. Darfst du behalten? Leben Sie wohl. Jo. Oh, was steht denn hier für ein Mob rum? Komische Krake oder was das ist. So, bevor ich da reingehe, beende ich die Folge.